ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich sitze heute hier für euch und ich habe tatsächlich voll spät angefangen zu drehen, weil irgendwie mein Footage hat irgendwie nicht gepasst. Dann habe ich ein Thumbnail vergessen und so. Jetzt habe ich mich entschieden, komplett mich neu zu schminken und es halt einfach jetzt nochmal zu machen. Das Make-up, das will ich jetzt auch ein bisschen einführen, dass bevor ich meine Videos beginne, euch zeige, was ich etwa im Gesicht trage. Und zwar habe ich mir bei meinem Beauty Bay Haul, den ich euch gerne hier oben mal verlinke, habe ich die Androgyny Palette von Jeffree Star. Das ist, glaube ich, die zweite Palette, die er je rausgebracht hat. Ich habe die Farbe Safe Word Dominatrix in der Crease benutzt und habe dann praktisch Androgyny in meinem Rundbogen praktisch reingemacht und Fetish komplett drüber gegeben. Und ich finde diesen Blown-Out-Look mit diesem Berry Smoky Eyes mega gut. Ich finde auch, dass das so einfach gegangen ist. Wir waren innerhalb von 5 Minutes, war ich hier fertig. Auf den Highlighter trage ich den Ambreezy von Anastasia Beverly Hills. Und auf den Lippen trage ich einen neuen Maybelline Lippenstift. Und zwar Pink For Me in der 376. Ich fand den wunderschön, weil ich habe gerade irgendwie, ich habe sehr, sehr viele Maybelline Lippenstifte aussortiert. Und habe jetzt einfach gesagt, dass ich halt definitiv sehr viel mehr Liquid Lipsticks trage, aber gerade im Winter ich das einfach nicht tragen kann, weil es einfach viel zu trocken ist. Warum ich heute euch eigentlich hier zusammen und ich hoffe sehr zahlreich sehen möchte, ist einfach meine 1500 Euro Abonnentenverlosung. Ich hatte mir in einem Jahr YouTube, etwas mehr wie einem Jahr mache ich das jetzt, ein Jahr und 3 Monate, hatte ich mir maximal 100 Abonnenten gewünscht. Mehr hatte ich wirklich nicht vor, weil ich konnte mir das nicht vorstellen, dass vielleicht jemand gerade mich sehen möchte oder so. Tatsächlich haben es 1500 Menschen hier auf meinem Kanal geschafft. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich dazu sagen soll. Immer wieder sage ich euch großes, großes Dankeschön. Ich hatte eigentlich nie vor, damit Geld zu verdienen. Das tue ich auch überhaupt nicht. Natürlich hier ab und da kriegt man mal ein Produktchen oder so zugesendet. Aber das ist so selten geworden. Mittlerweile beantworte ich auch ganz wenig Anfragen, weil ich einfach meinen Fokus auf meine Arbeit, meine Familie und jetzt gerade auch auf meine Tiere gesetzt habe. Ich bin jetzt gerade sehr viel mit dem Hund unterwegs, weil der Eli braucht das gerade. Er braucht mich sehr, sehr gerade. Ich weiß gar nicht warum, aber der ist gerade sehr jammerig. Ich weiß gar nicht, was der hat. Ich glaube, der hat auch die Weihnachtsstimmung. Entweder Menschen sind besonders freundlich zueinander oder besonders eklig an Weihnachten. Und ich möchte heute besonders freundlich und besonders lieb zu euch sein, denn ich habe für euch eine ganze Kiste an Produkten und habe euch 4 wunderschöne Pakete zusammengepackt, die ich bis zum 6. Januar gerne an euch verlosen möchte. Die Bedingungen für die Verlosung findet ihr unten. Und dieses Mal möchte ich nochmal darauf hinweisen. Ihr müsst bitte, wenn ihr YouTube-Namen anders habt wie bei Instagram, schreibt bitte euren YouTube-Namen, den sehe ich ja oben, und den Instagram-Namen daneben, weil diese Verlosung gekoppelt sein wird mit meinem Instagram-Account. Ich habe auf Instagram, ich glaube, 350 oder 360 Follower. Das möchte ich natürlich auch ein bisschen anpassen an die Größe des Kanals. Das würde mir auch sehr helfen, weil mich dann auch vielleicht jemand anders sehen könnte, auch die Reichweite einfach besser wird und sich praktisch dieses hier hinsetzen natürlich noch mehr lohnt. Und ich zeige euch mal jetzt ganz, ganz knackig, was ich jetzt praktisch... Ich zeige euch relativ Flicks und nur die Highlights aus den Paketen. Hier habe ich einmal eine verpackte Hatice Schmidt Palette. Die kennt ihr ja. Hatti hatte jetzt vor ein paar Monaten diese Palette released, die von mir schon ziemlich geschunden ist. Eine wunderschöne Palette. Ich habe selber eine unterschriebene, eine in Benutzung. Und die unterschriebene habe ich nur einmal benutzt und die habe ich aber wieder weggepackt, weil sie mir sehr, sehr viel bedeutet. Bei Bronze die Wand an habe ich schon Hit the Pan erreicht, Leute. Das habe ich auf Insta gepostet. Das ist echt heftig. Den trage ich auch übrigens. Und ich habe noch ein paar ganz... Also ich habe 4 Gewinner rausgesucht, weil ich einfach denke, 4 Stück zu beschenken ist wirklich für mich der Shit. Teilt bitte auch das Video, teilt Freunden, wie gesagt, die ganzen Bedingungen, Abonnent meines Kanals an und bla bla bla, da steht alles unten. Und ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal Pakete für euch und die zeige ich euch jetzt mal. Ich habe hier ein Paket, das ist sehr essence-lastig. Das ist hier einmal dieser Wanted Sunset Dream Palette, das ist dieser Naked Heat Dupe, ein paar Masken. Dann eine Face Palette von Essence, diese hier, die ist auch mega schön, die kann auch gut auf die Augen drauf. Dann habe ich hier noch eine MySign, das ist eine Tochterfirma von Revolution. Dann habe ich hier eine richtig geile, nicht nur Anfängerpalette, das ist eine sehr, sehr gute Highlighterpalette. Einige Lippenprodukte von Love, Manhattan und dann habe ich hier noch einen, so einen Ombre Blush und Bronzer. Das wäre zum Beispiel Paket 1.
Ich versuche euch auf Instagram Bilder davon zu machen. Da könnt ihr in etwa sehen, was da drin ist. Und dann könnt ihr dann drunter schreiben, gerne, was ihr euch zu Weihnachten gewünscht habt. Das wäre mir sehr wichtig, das zu wissen, weil ich einfach gerne mal wissen wollte, was wünschen sich eigentlich andere Leute, die keine Haufenhaustiere haben zu Weihnachten. Und dann könnt ihr mir dann runterschreiben, welches Paket ihr dann gerne hättet. Dann das zweite Paket. Das ist ein Paket mit sehr vielen Lippenprodukten. Und zwar, ich habe von der Marke Hyperallergenics, ja, habe ich sehr viele Produkte gehabt, die ich super gerne an euch weitergeben würde. Und zwar habe ich hier Lippenprodukte von Manhattan, Hyperallergenics Single Lidschatten hatten. Dann habe ich hier noch die Catrice Tomaszewski Palette. Dann habe ich die Avengers Awaits Augenpalette. Die fand ich auch damals richtig schön. Das ist eine richtig schöne Bronze Palette. Dann habe ich hier noch Augenmasken. Die fand ich auch sehr schön. Das ist wie gesagt Paket Nummer 2. Da sind wirklich tolle Produkte dabei. Dieses Paket habe ich gepackt, weil es tatsächlich hyperallergene Kosmetik ist. Weitestgehend. Und falls jemand von euch wirklich nicht weiß, ob er dieses andere Zeug verträgt, könnt ihr mir vielleicht drunter schreiben. Dann würde ich praktisch dieses Paket euch aussuchen. Dann wie gesagt, die hat die Palette. Und dann kommt halt mein persönliches Lieblingspaket. Das wäre Paket Nummer 4. Da ist einmal eine Create and Transform, so eine sehr kühle Palette von, dann hier eine Alverde. Dann meine Lieblingspaletten von Revolution. Ich habe die euch damals gekauft. Dann noch ein BB-Stick. Da hatte mal die Kiso-Werbung gemacht. Die kleinen Kiss of Italy-Sachen. Auch nochmal so eine Glow. Ich habe die, glaube ich, bei der auf der Glow in meiner Glow-Bag paar Mal gehabt. Eine sehr schöne Palette. Ich habe die selber in Benutzung. Dann wieder Love-Produkte, Eyeliner, Manhattan und so. Wie gesagt, auf Instagram poste ich hier zum Beispiel noch so ein Gloss von Revolution. Auf Instagram poste ich euch alle Gewinne. Dann könnt ihr sehr, sehr gerne aussuchen, was ihr gerne haben möchtet. Und einfach jetzt auch mal zu der Weihnachtszeit. Ich werde jetzt am Sonntag euch noch ein Video hochladen von meinen liebsten High-End-Paletten. Diesmal fange ich mal mit High-End an, weil gerade sehr viele Sales gelaufen sind und ich natürlich auch einiges ausprobiert habe. Zum Beispiel, ich habe jetzt jeden Tag eine andere Palette benutzt und ich muss euch mal was zeigen. Ich habe mir selber, ich werde ja im Januar 30, am 20. habe ich mir die Mothership Pat McGrath Bronze Seduction Palette gekauft. Und Leute, die ist so schön. Oh mein Gott. Pat McGrath ist total cool zu erreichen. Ihr könnt auf die internationale Seite gehen, auf patmcgrath.com. Und diese Palette ist so schwer und wunderschön. Ich habe die gestern auf meinen Augen getragen. Seht ihr, wie hammerhart die aussieht? Die Verpackung ist schon der Hammer. Und ich zeige euch mal den Karton dazu. Der Karton dazu ist absolute Kunst. Sie war nicht ganz billig. Es gab bei Pat McGrath gerade 25%. Da hat sie trotzdem noch mit Zoll und alles knapp 120 Euro gekostet. Die habe ich mir zu Weihnachten gegönnt, beziehungsweise Weihnachten 30. gegönnt. Nächstes Jahr wird es weniger krasse Hauls von mir geben, weil ich einfach meinen Fokus, wir werden sehr viel Geld sparen, weil in etwa 2-3 Jahren wir auch eine Familie starten. Wir möchten auch ein Kind haben und das gesetzt im Fall, dass Gott uns auch eins schenkt und wir natürlich biologisch auch dazu fähig sind, man kann das ja nie wissen, ist es einfach so, dass wir jetzt sehr viel Geld sparen möchten. Den Daimler möchten wir auch fertig bezahlen, also noch, sind noch ein paar Jahre, die bis dahin sind. Und wir möchten einfach, wie gesagt, sehr viel zur Seite legen, um praktisch einfach uns ein gutes Leben zu leisten, auch wenn der Kleine oder die Kleine mal da ist. Ich habe, wie gesagt, einen super, super schönen kleinen Chihuahua, den ich am Sonntag in Empfang nehme von der lieben Tanja. Da bin ich wahnsinnig dankbar und ich freue mich auch wahnsinnig auf den Kleinen. Aber da wird einfach auch nicht mehr so die Not da sein, jede verkackte Palette zu kaufen. Ich habe jetzt auch wirklich sehr, sehr viele Paletten. In den nächsten Monaten wird es unfassbar viele Videos geben zu meinen Favorites, die 10 besten Highlighter und so, Drugstore, normal. Und auch Bronzer und alles Mögliche, weil ich da einfach so Bock drauf habe, so eine Reihe mal zu starten, weil es einfach für mich viel leichter ist zum Drehen. Ohne einen Haul zum Beispiel wird es immer wieder mal dazwischen geben. Eigentlich Ende des Monats gibt es immer einen Haul, weil ich ja immer irgendwie unterwegs bin und was Tolles finde. Gerade meine Primark Beauty News zum Beispiel finde ich immer noch eine tolle Aktion. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr einfach
viel, viel Spaß dabei habt, folgt mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram unter Jenny What Else YouTube. Wie gesagt, ich schreibe alles in die Infobox und schaut euch einfach um. Sagt mir, was ihr gerne hättet und schreibt mir, wie gesagt, alles schön. Darauf achten, was ihr drunter schreibt, damit praktisch auch alle Sachen erfüllt werden. Weil ich habe diese Verlosung jetzt von mir aus nochmal gestartet, weil die Tausende hat echt keiner geschafft, mir nochmal hinzuschreiben, wie auch woanders heißt. Weil das ist für mich ja total schwierig herauszufinden, wer ihr seid, wenn ich nicht weiß, wie ihr woanders heißt. Und ich habe euch wahnsinnig gern, ich habe euch lieb, ich bin so dankbar für jeden einzelnen von euch und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr weiterhin dabei bleibt, auch im neuen Jahr. Mein neues Ziel sind 3000 Abonnenten für nächstes Jahr, ich möchte gar nicht zu arg, ich möchte mich höchstens verdoppeln und das reicht mir eigentlich auch schon. Ich bin dankbar, wenn ich in 4-5 Jahren meine 10.000 erreicht habe und das schaffen wir auch gemeinsam. Bitte macht ein bisschen Werbung für mich und teilt mich auf euren Instagram-Accounts. Da würde ich mich so drüber freuen und ich wünsche euch eine wunderschöne Familienzeit an Weihnachten. Das werde ich euch natürlich am Sonntag nochmal sagen. Aber falls viele vielleicht das eine wieder am Sonntag nicht sehen oder so, was halt sehr schade ist, schön einschalten. Dann wünsche ich euch einfach eine wunderschöne Christmas-Zeit. Genießt es, seid lieb zueinander, wenigstens an Weihnachten. Danach könnt ihr wieder rumscheißen. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video am Sonntag wieder und wir sehen uns auf jeden Fall bald.